Okay, Leute. Ah, wir sind überhaupt nicht für einen Kampf ausgerüstet. Ich brauche wieder meine schwere Rüstung oder sowas. Pow! Na gut, dann machen wir Volunrut noch und dann auf jeden Fall quaken wir noch mit dem Nasir. What in God's name? Okay. Wir sind immer noch gut ausgerüstet, Leute. Wir sind immer noch gut ausgerüstet. Aber was ist das jetzt hier? Was soll ich mit einem alten Nordhelm-Mensch? Okay, hier oben bringt es mir offensichtlich nichts zu sein. Gut, also hier war jetzt irgendwie nichts auffindbar. Schauen wir mal zurück. Es gab ja noch einen anderen Weg. Und zwar auf der anderen Seite drüben. Komm, du bist doch einer, der aufsteht. Ach Mann, komm schon. Lass uns das wie Männer klären. Haha. Sieg. Männer, Sieg. Ja, Männer vor allem. Jawohl, ja, Leute. Es geht weiter. Das war ja schwach. Auf jeden Fall besser in Zerstörung werden. Ein Zerstörungszauber macht ja fast gar keinen Schaden. Komm schon. Wo kommt er hier jetzt her? Na, Wiederherstellung immerhin verbessert. Komm, du bist nur ein normaler Drauge. Ach gut, komm. Ja genau, das, das, ja. So. Ich raff gerade echt nicht, was ich hier jetzt machen soll. Oh. Uah! Okay, schlechte Idee. Okay, ich komme später nochmal hier. Ja, ich sehe schon. Gegen den Draugo Todesfürst alleine habe ich jetzt gerade keine Lust. Machen wir erst die Ding-Quest fertig. Dann packe ich mich in schwere Rüstung, nehme meine Lydia wieder mit und dann geht's nochmal ab hier rein. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wahrscheinlich, ja, richtig. Zur Dämmersternzuflucht.
Wenn ich schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Jawohl, Schattenmähne meint fertig. Hat es nur ein Skelett. Ja. Jetzt hat er aber. Dann mal auf zur Dämmersternzuflucht. Und danach hätte ich mich wieder mit einem Bogen auf jeden Fall ausrüsten, weil ich mal wieder keine Bolz mehr für die Armbrust habe. Sondern ich nicht schmieden kann. Verkackte Scheiße. Ja, dann mal rein da. Bin ja gespannt, also, Leute, ich weiß noch gar nicht, wofür ich das ganze Geld ausgeben soll, das ich für die Ermordung vom Kaiser bekommen habe. Ja, hier sieht es natürlich fürchterlich aus. Ah, einen Platz für die Mutter der Nacht haben sie schon gefunden. Naja, Nasir, wie sieht's denn aus? Und? Was gibt es über den Kaiser zu berichten? Er ist hinüber. Wirklich? Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Trotz vieler Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier für die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. 20.000. Erstaunlich! Tja, der alte Bastard war die Mühe wirklich wert, was? Darf ich euch vielleicht einen Rat geben? Ihr solltet Delvin Mallory in Rifton aufsuchen. Wenn ich nicht irre, hat Astrid euch schon einmal zu ihm geschickt. Das ist wahr. Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Sie zu einem echten Zuhause machen, hm? Kümmert euch darum und ich will sehen, ob ich nicht ein paar neue Mitglieder für unsere Familie finden kann. Es ist vollbracht. Kaiser Titus Mede der Zweite ist tot. Und die dunkle Bruderschaft lebt weiter. Doch unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Kommt näher, Zuhörer. Und lausch meinen Worten. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem trauernden Koch im windigen Gipfel, hier in Dämmerstern. Nehmt sein Gold und dann beseitigt das Ziel. Heil dem Zuhörer. Heil Cities. Ha. Nun gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass wir diese Zuflucht mit ein bisschen Geld auf Vordermann bringen und gehen nach Rifton. Um da mal mit dem Delvin nochmal zu quatschen, mit dem wir schon einmal gequakt haben wegen dem Amulett. Ha! Was im Namen von Sitis? Oh ja, es ist Cicero. Ihr wart so dumm, mich zu verschonen. Dachtet ihr etwa, ich würde euch dafür danken? Cicero sollte der Zuhörer sein, nicht ihr. Nun werdet ihr Du kleiner Bastard. Platz halt hier. Da! Reingelegt! Oh, Zuhörer! Ihr solltet euren Gesichtsausdruck sehen! Oh, Cicero ist wieder da! Nicht um den gütigen Zuhörer umzubringen, sondern um ihm zu dienen, bis einer von uns im Dienste unserer Mutter stirbt. Für immer, beste Freunde! In der Zwischenzeit richte ich mich in der Zuflucht ein. Ich bin sicher, Mutter braucht Zuwendung. Das kannst du gerne machen, Cicero. Ja. Ich
Aber er hätte gerade echt meinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Ich dachte mir so, what the fuck, der will uns jetzt umbringen und ich hab dich, kleines Arschloch, verschont. Und dann kommt er so, ihr hättet euer Gesicht sehen sollen, Zuhörer. Mann, Arsch, echt. Ja, Leute, dann bringen wir mal unsere Zuflucht wieder auf Vordermann. Und dann heißt es Heil Citys ewige Treue der dunklen Bruderschaft. Ich rate euch, dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Nach dem, was ich gehört habe. Sprich mit dem Gesichtsformer. Aha. Kann ich ja mal machen, wenn ich irgendwann mal Lust habe. Aber im Moment habe ich keinen. Volunrut wartet noch. Und außerdem warten dann noch sehr, sehr viele andere Quests auf uns, die wir noch erledigen werden, bevor wir der nächsten Gilde beitreten. Mach keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Warum heißt denn der Heuler? Warum heißt der andere oben Maul und er hier Heuler? Ah, da ist er. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Ich bin ganz Ohr. Könnt ihr die Dämmersternzuflucht renovieren und neu ausbauen, lieber Delvin? Die Dämmersternzuflucht? Da haust ihr alle also gerade. Ganz ehrlich, das wird euch kosten. Sehr viel kosten, aber ich kann euch helfen. Wovon genau sprechen wir denn hier? Neue Banner? Wandbehänge, wie? Wollt ihr es euch vielleicht etwas gemütlich machen? Also gut, ihr sollt sie haben. Ja, bitte. Sagt mir, was ihr benötigt. Und ich lasse meine Leute an die Arbeit gehen. Okay, also das sind schon mal 15.000 und 1.000 haben wir schon ausgegeben und 3.000, das heißt 19.000, also 1.000 haben wir noch übrig dann von der Ermordung des Kaisers. Naja, ist nicht viel geblieben, aber... Die sind schon praktisch, oder? Ein Arbeitsplatz für Alchemie-Experimente. Vielleicht ein kleiner Garten mit ausgesuchten Pflanzen. Schön. Ist so gut wie erledigt. Aber natürlich... Eine Folterkammer darf natürlich nicht fehlen. Ah, ja. So kenne und liebe ich die dunkle Bruderschaft. Fürs Geschäft oder zum Vergnügen. Ja, aber ist auch egal, oder? Ich werde mich darum kümmern. Also gut. Wie... Ja, ein geheimer Eingang. Ich denke da an einen Kanaldeckel im Außenbezirk von Dämmerstern. Der würde zu einem Tunnel und dann nach drinnen führen. So kommt ihr schnell wie die Kaninchen rein und raus. Ich brauche noch was. Also gut. Wie lauten eure Wünsche? Eine Luxussuite. Ein Luxusschlafzimmer, das eines Königs würdig wäre. Kein Problem. Ihr bekommt ein schönes großes Bett, einen hübsch eingerichteten Raum. Und vielleicht noch etwas zusätzliche Dekoration dazu. Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Ist zwar teuer, aber... Das bedeutet dem Stufenaufstieg um einiges näher. Und schleichen ist nie verkehrt. Auch wenn wir später dann der Diebesgilde beitreten werden. Was definitiv passieren wird, das kann ich euch schon mal versprechen. Also, wieder... Aber ganz ehrlich, bevor wir jetzt zurück nach Weißlauf reisen, möchte ich mir doch die Zuflucht nochmal kurz anschauen. Wir schauen ja eh bei Gelegenheit wieder vorbei, weil ewige Treue der dunklen Bruderschaft und so. Heil Citys, ihr wisst ja, was abgeht. Und deswegen... Begaffen wir das jetzt schön. Das Blut hier hätte man schon noch wegspülen können, echt, hä?
Ist auf jeden Fall schon mal sauber hier, ja. Ah, die Banner. Cicero steht zu euren Diensten. Oh Gott. Warum ist denn der jetzt auf einmal so groß? Ist er gewachsen? Oh, cool. Geil, Mann. Eigener Garten hier. So liebe ich das. Delvin, du bist cool. Bist auf jeden Fall schon mal mein liebster Buddy, wenn ich zur Diebesgilde dann komme. Folteropfer. Alter Schwede.